Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, Samstagmorgen, GoFest Tag 1. Jonas ist fit, der hat sein Money in the Bank Koffer dabei, den will er wahrscheinlich jetzt einlösen. Guten Morgen, Bibi-Schatz. Oh, hier, gib und dann kommt der Referee, ding, 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 und dann geht's los. Weil ich gestern so geschwitzt habe und nur das eine T-Shirt dabei habe und das jetzt immer noch nass war, richtig abartig, habe ich es jetzt einfach mal mit dem Föhn ein bisschen trocken gemacht, damit ich mir nicht ergelte, wenn ich rausgehe, weil so kann ich bestimmt nicht raus, dann kommen die Geraner Urgesteine und nehmen mich mit. Und deswegen würde ich sagen, auf zum GoFest, oh mein Gott! Da kriegt schon wieder was. Jonas! Jonas, guck mal! So, die Frisur sitzt perfekt. So, hier die Lampe habe ich euch gestern gar nicht gezeigt. Bäm! Die ist auch richtig genial. Überall erstmal Stecker rein, ist wichtig. Und ich dachte mir, damit ich nicht dehydriere, weil ich kein Prime dabei habe, ich mache mir einfach Tee. Denn hier gab es wieder so eine Teebox. Habe ich mir 3 Pfefferminzbeutel rausgesucht. Habe mir jetzt hier Pfefferminztee gemacht. Den fülle ich mir gerade hier eigentlich in Sandras Flasche. Da denkt man, das ist richtige Cola. Fällt also nicht auf, dass ich so ein Weichspüler bin, der Tee trinkt. Wie immer natürlich 3 Beutel am Start. Hier, guckt das. Das verbotene Zeichen mittlerweile. Mich erinnert das an Wolfpack von der WCW. NWO Wolfpack. Kennt ihr das? So, wir sind auf dem Weg. Wir werden aber gerade aufgehalten, weil... Ja, die Schnecke versperrt den Weg. Guck mal, wie die ihre Fühler ausstreckt. Ist die nicht süß? Hallo? Oh Mann, nein, jetzt geh doch zurück. Das tut ihr doch nicht weh, oder? Aber schau doch mal, wie niedlich die ist. Legen sie jetzt wieder hier hin. Und dann Vorsicht, wenn ihr durch die Gegend hier. Erst die Kröten, dann die Schnecken. So ein Gera gibt sich auch immer so viel Mühe, fürs GoFest die Stadt zu schmücken. Das ist schön. Wenn ihr mal hier guckt, hier hängen jetzt überall so bunte Girlanden in den Gassen. Hier ist auch das Strandhabitat aufgebaut, denn der stand in der Sinotour noch nicht. Hier steht eine weitere fette Palme, das könnte so ein Alola Kokoweiß sein. Lebensgröße in echt, das finde ich sehr stark. So, habt ihr jetzt Bock aufs GoFest? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Bleib mal stehen hier. Hallo Shenaya. Hallo. Du siehst aus wie ein Pokémon. Ja. So. Ach, das ist halt dieses Pikachu, das kenne ich, genau. Kennt ihr die Leute, die immer Pikachu sagen? Egal was die sehen, liegt da ein aufgegessener Keks. Ah, Pikachu, ne? Das ist immer so. So, wir sitzen wieder beim Österreicher am Markt, auf dem Markt, wie auch immer. Letztes Jahr zum GoFest, zum Globalen, habe ich hier am Tisch ein 100er Hydropi aus dem Lokmodul bekommen und habe es dann Pundigama genannt, weil ich gerade ein Pundigama Bier vor mir stehen hatte. Jetzt gibt es hier ein Zipfer. Wurde empfohlen, Zipfer, sieht gut aus, oder? Schön goldig, wir halten es mal neben das Licht. Oh, herrlich, so sieht die Welt gleich wieder besser aus, ne? Herrlich, herrlich. Seht ihr, wenn ihr Bier trinkt, geht gleich die Sonne auf. Am besten war auch noch, die Damen sitzen da, bestellen sich Kaffee, bestellen sich Milch, bestellen sich keine Ahnung. Und die Bedienung guckt mich an, der Herr nimmt ein Bier. So, ich hatte keine Wahl, also wird einfach beschlossen, der Herr nimmt ein Bier. Habe ich genommen. So, das ist jetzt das große Frühstück von Sandra, was sie nicht schafft, deswegen muss ich das mitessen. Das ist der Teller. Und hier, das ist Thomas Seins. Der hat extra die Used Look Edition genommen, wo schon was fehlt. Das will er nicht, das wollte er mir andrehen. Stellt euch das mal vor. Jetzt isst sie Shenaya. Schmeckt's? Ja, schmeckt er gut. Okay, dann viel Spaß, Thomas. So traditionell haut Pupsi sich immer irgendwas auf ihr Brötchen und das ist der Rest, der übrig bleibt. Und weil ich es aus dem Krankenhaus kenne, haust du dir den Rest bei dir drauf. Das heißt, das ist die Butterseite, das ist die Marmeladenseite. Dann kommt jetzt hier der Käse, hier kommt die Salami, hier kommt, ich habe keine Ahnung, was das ist, und hier noch ein bisschen Schinken plus Gurke, Tomate, Ei, Grün
Und jetzt zampappen. Und dann habt ihr das perfekte Krankenhaus-Sandwich, was alle restlichen Komponenten beinhaltet, ne? So, jetzt sieht man nochmal den Butterklotz in der Mitte. Weil ich esse ja sonst nie Butter, aber einmal im Leben geht das schon. Da muss ich allerdings nachholen. Was ich noch gar nicht gezeigt habe, Jenna hat einen strammen Max. Da ist jetzt nur noch die Hälfte da. Sieht aber auch lecker aus. Aber nichts geht über den Butterklotz. Guck mal, da kommen die gelben Engel. Ich hab's doch gewusst. So kenne ich dich noch. Da steht's nämlich. Taiwa Tiso. Und hinten sieht man nichts wegen Rucksack. Kennt ihr das noch? Hier mit Zarude, mit dem Buddy. Das hat sie damals angehabt schon im Video. Das ist richtig stark. Ich Was ist das? Nichts. Leider nicht. Schäme dich. Aha. Perfekt, so muss es sein. Deine Unterschrift noch. Ach, jetzt oder was? Ja. Boah, wie soll ich denn das machen? Ich mach's einfach hier dazwischen so. So, Ramses reicht? Ja. Genau, dass man dick ist, das sieht man ja da. Und da ist es der Ramses. Jetzt weißt du gar nicht, wie es aussieht. Schnell weg. So, jetzt haben wir 2 Stunden gestreamt von 10 bis 12 Uhr. Wir machen noch ein paar Raids so. Ne? Aber da hinten ist hier Christopher Street Day. Die demonstrieren hier für die Schwulen und die Lesben. Und genau gegenüber hier ist Gigi D'Agostino, gibt Konzert. Also ist so die Gegenargumentation. Aber habt ihr ja vielleicht mitgekriegt. Auf jeden Fall steht man jetzt hier und ist automatisch da dabei, was wieder falsch wirkt. Aber ich mag einfach nur die Musik. Weil ich Gigi D'Agostino, ich hatte das Album damals. So ist cool, das ist Gera. So, wir sind schon wieder da bei Kurz, Döner und Burger Company. Und heute möchte ich es wissen, weil wir haben uns die ganze Zeit nicht getraut, aber wir haben den Superplan. Silvio ist da. Silvio hat immer so viel Hunger. Wir wollen es jetzt so machen. Hier gibt es den Döner für 7 Euro, den nimmt Thomas. Hier gibt es den Superdöner für 8 Euro, den nehme ich. Und der Jumbo-Döner für 11 Euro. Den nimmt der Silvio. Und dann haben wir alle 3 Döner nebeneinander. Und dann können wir mal vergleichen. Mit der Größe, Preis habt ihr ja gesehen. Und dann, ja, jetzt warten wir aber auf Thomas, weil der ist irgendwo dort. Wenn er hier ist, bestellen wir alle 3. So, das ist jetzt ein Thomas, sein normaler Döner. Guckt euch das an. Normal, ne? Dann habt ihr hier, boah, wie der ins Bild reinkommt. Das ist dann der super Döner. Der kostet 1 Euro mehr nur. Und dann hier hinten plötzlich, wusch. Da ist die ganze Belegschaft drin und dran und drauf. Das ist dann der Jumbo für nochmal 3 Euro mehr wie der, also 4 mehr wie der. So. Und dann mal gucken, ob die das essen. Das ist ein Döner, eine Dönerbox. Nicht in der Box. Sieht für mich aus wie Döner-Teller. Zeige mir, wie viel du hast. Kannst du mir mal die Gabel bitte? Ja, warte hier. Aufnahmegespräch. Und was sagst du? Was Also irgendwie frage ich die ganze Zeit, machen wir jetzt Raids? Aber irgendwie geht der Thomas immer zu aufs Klo. Ja. Dann denke ich, jetzt machen wir aber Raids, dann geht jemand anderes aufs Klo. Dann war ich kurz Bier holen. Dann habe ich gedacht, jetzt machen wir aber Raids, oder? Jetzt haben die sich schon wieder hier Bubble Teas geholt. Guck dir das an. Bubble Tea, der hat seinen schon gegessen. Dann, die sind cool, das muss man aber zeigen. Also, ja, aber eigentlich wollte ich heute Raids machen. Wir machen dann Raids. Dann mach mal Raids, cool. So, da wir ja keine Raids mehr machen, hat der Markus jetzt gedacht, er geht los und holt einfach Wieselburger Bier, weil wir sitzen ja eh hier und warten immer zu auf Raids. Wir nennen es mal Raids. Und das sieht so cool aus, das gab es auch beim Österreicher heute hier. Wieselburger Bier, das ist der Markus, das ist ein guter Gastgeber. Nicht wie der haut immer zu ab und lässt den Markus zurück. Und weil der Markus zurück war, hat er jetzt Bier besorgt. Und das müssen wir jetzt mal aufmachen so. Yes. Ey, da war synchron gleichzeitig. Ja, Prost. Prost. Danke, Markus. Das ist sehr nett. Wieselburger. Oder wenn man es deutsch ausspricht, Wieselburger. Nee, das ist auf Englisch. Das ist doch dann Englisch, aber. Stell dir mal vor, es gibt Burger mit Wieselfleisch. Wieselburger, jetzt neu. Manchmal weiß man ja nicht, was drin ist. So, noch eine erfolgreiche Meile. Raytour. Sind wir jetzt auf dem Weg zum Essen, die wollen zum Griechen und jetzt habe ich das hier gefunden. Guckt euch das mal an. Nicht nur, dass das aussieht wie ein Auto vom Jurassic Park, was ich früher mal hatte wegen den Lichtern und so. Ich habe keine Ahnung, was das ist, weil das ist hier, was ist das? Ha? Was ist das für eine Marke? Wenn ihr das kennt, schreibt es mal in die Kommentare, weil das interessiert mich jetzt echt. Ich finde das cool, da kannst du Wasser reinlassen, hast einen Swimmingpool für unterwegs. Hinten auch nochmal.
Ha, was ist das? Würde ich mitnehmen, so ein Pickup-Truck. Genial. So, wir haben uns jetzt hierher geschleppt zum Griechen. Der andere Grieche, wo der Thomas letztes Jahr war, nee, zur Sinotour, also dieses Jahr, der ist irgendwie nicht da, der hat zu. Ich habe gesagt, hier ist doch auch einer. Wollte er letztens nicht hin. Jetzt muss er hier hin. Was er hier kann, das findet man jetzt raus. Das ist das Restaurant Irodion, griechische Spezialitäten. Wir sitzen alle, der hier hinten da ist, irgendwie so reserviert. Wir sitzen draußen und ich muss euch sagen, ich habe gar keinen Hunger, weil mein Plan ist, einfach nur hier jetzt mal ein Bier trinken, weil ich mir diesen Burger aufs Zimmer bestellen wollte, um mal diesen Roomservice auszuprobieren. Ob das klappt, sehen wir heute noch. So, da sitzt die versammelte Mannschaft, guckt es euch an. Da hinten gibt es Apfelschorle, da gibt es Fass vom Bier, da gibt es irgendwie Cola-Bier, da gibt es hier Bier vom Fass hell, hier gibt es Bier vom Fass dunkel und hier gibt es griechisches Bier. Mythos in einer grünen Flasche, das hätte im Kalea Adventskalender sein können mit 25 Cent Pfann, 0,33, 5%. Da bin ich mal gespannt hier. Hat hier, magst du mal hier ziehen, dass das aufgeht? Flatsch. Das ist hier wie diese Löschzwerge, die haben glaube ich auch so einen Verschluss. Das müssen wir mal probieren jetzt. Pass auf. Na, zum Vergleich, das Schwarze vom Fass. Und zum Nachspielen nochmal das Mythos. Also Mythos schmeckt mir besser. Das andere ist ein bisschen herb. Aber egal, guckt euch mal den grünen Himmel an. Das sieht auch cool aus, weil wir sitzen ja draußen im Bierzelt. Das Gute beim Griechen ist, mir wurde ein Salat hingestellt, der nicht mir gehört, der mir jetzt wieder weggenommen wurde. Jetzt bin ich sehr traurig, aber wir haben ja Uso 8 Stück und Sandra trinkt ihren eh nicht. Das heißt, ich habe 2. Perfekt. Guckt euch das an. Hat er jetzt 3? Ja. Ja. Willst du alle 3 trinken? Triple Shot. Prost. Ja, Prost. 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 Prost 2. Da musst du echt nach. Dreh das Prost. Du musst was noch trinken. Ne? Ja. Ja, oder? So, das Essen, was ich verpasst habe, weil ich mit Jonas gerade unterwegs war, hat sehr gut geschmeckt. Ich habe von Sandra mal noch einen Schluck probiert vom Essen. Und jetzt hat er gefragt, wollen Sie noch ein Uso? Weil wir haben jetzt bezahlt, ne? Jetzt gab es noch Uso. Da stehen schon wieder 7 Body hier rum. Das müssen wir jetzt irgendwie aufteilen. Weil sie trinkt keinen, er trinkt keinen, die 2 trinken keinen. Das heißt, wir hätten eigentlich 8 Uso, jetzt haben wir nur 7, müssen das jetzt aufteilen. Da sage ich mal Prost, ne? Prost! Prost! 1! Sauf dich! Prost! Ja, Thomas hat ja gar keinen mehr, ne? Prost! So, Prost. Ach, da kommt, da gehe ich Arman an hier. Mythos. Prost. Ah. Da kriegst du Hunger, musst dir noch einen Burger bestellen aufs Zimmer. So, Sandra ist gerade duschen. Ich überlege mir jetzt, wie gehe ich das an? Ich will den Burger bestellen auf das Zimmer. Da gibt es auch Bier in der Karte für 5 Euro. Aber ich habe ja mit meiner Reservierung, kriege ich ein kleines Bier gratis. Geht das auch aufs Zimmer? Oder muss ich darüber? Muss ich das Bier trinken, solange wie die den Burger zubereiten und dann liefern? Da kann ich es auch gleich mitnehmen. Das ist so verworren, das ist mir schon wieder komplett zu viel. Ich muss jetzt erstmal kurz nachdenken und dann gucken, ob ich es schaffe, diesen Klassiker-Burger zu kriegen. So, jetzt habe ich da in diesem Restaurant angerufen. Der Burger ist kein Problem, aber es gibt 2 Burger. Jetzt bin ich wieder verwirrt, weil ich auf der Karte stand nur einer. Jetzt kann ich mich wieder nicht entscheiden. Bier ist kein Problem. 5 Euro pro Bier.
sind die komplett verrückt. Aber dieses Gratisbier, das ist ein Problem. Weil die haben eigentlich nur 1 Liter Flaschen, angeblich. Das soll ja dazu sein, dass man darüber geht und sich auf die Sonnenterrasse setzt und sich da hemmungslos betrinkt und sich nackt auszieht. Jetzt lockt er mich also darüber. Ich habe gesagt, ach komm, ist gut. Ich komme einfach vorbei. Und in der Zeit, wo ihr den Burger macht und mir meine 2 Bier macht, die hoffentlich schon gemacht sind, trinke ich einfach das Bier. Das ist ja gut, da macht ihr frisch gezopftes, hat er gesagt. Jetzt gehe ich darüber mit meiner Schlüsselkarte, dass ich wieder nach Hause komme und laufe dahin. Mutterseelen allein und ich scheiß mir gleich in die Hose, weil ich so Schiss hab, Alter. Vielleicht nehme ich auch beide Burger, ich weiß es noch nicht. Kommt drauf an, wie der Unterschied ist. Ich möchte also eigentlich einen Burger und 2 Bier mit aufs Zimmer. Und das eine Gratis-Bier, dank meiner Reservierung, trinke ich dort in der Wartezeit. Ob das klappt? Also hier ist ein Schild, Bar, Restaurant, Events, Treppe runter. Wir haben täglich für Sie ab 17 Uhr geöffnet. Jetzt musst du es schaffen, diese Treppe hier runter zu gehen. So, ich bin jetzt angekommen hier beim 1880 Restaurant. Ich finde es cool, weil ich habe gerade telefoniert, der war richtig sympathisch. Wenn man es mal rumdreht, sieht man hier, da ist das Schild 1880, da vorne ist so eine Bar, ne? Da könnt ihr Getränke bestellen. Hier ist so ein Bereich, da können die Leute sitzen. Er hat mir jetzt erstmal aufs Haus mein gratis Bier, weil ich im Lofthaus wohne, mein gratis Bier gebracht. Hier gibt es ein kleines Schüsselchen mit Gebäck, mit, keine Ahnung, sind das Nüsse? Ne, das sieht aus wie Brezelstangen oder irgendwas anderes, keine Ahnung. Hier haben wir jetzt die Karte. Ich war ja am Überlegen, ich nehme einen Burger oder nehme ich 2 Burger. Das ist der normale Burger hier, der Classico, der steht ja drin. 200 Gramm Black Angus Patty, Lolo Rosso, Tomate, rote Zwiebel, hausgemachte Mayonnaise, Abaco Sauce und Curly Fries. Jetzt gibt es für 1 Euro mehr das gleiche, aber halt mit Käse. Stand ja auch im Fahrstuhl, deswegen heißt das nicht Classico, sondern Queso. Hier gibt es aber auch Arke. Auch wieder Black Angus Patty, Mahon Käse, karamellisierte Zwiebeln, Abaco Ahorn, Whisky Soße, Lolo Rosso, hausgemachte Mayonnaise, Curly Fries. Ich habe auch gesagt, ich esse gern scharf. Er hat gesagt, wir können den Burger auch richtig schön scharf machen, das ist kein Problem. Das klingt schon mal gut. Ich würde wahrscheinlich jetzt also den, der nicht im Fahrstuhl an der Karte stand, diesen mit der Ahorn Whisky Soße nehmen. Würde den mal probieren für 16 Euro. Schön extra scharf. Biers habe ich geguckt. Wo stehen die Biers? Hier steht natürlich 1880 Kellerbier vom Fass. Mönchshofpilz, Mönchshof Schwarzbier, Naturradler, Kapuziner, Hefeweißbier. Hier unten Premium, Becks, Corona, Mexico City und Estrella Damm, Barcelona. Ich wollte ja 2 Bier mitnehmen. Bier 5 Euro. Die hier kosten nur 4 Euro. Ich würde vielleicht einen Burger mitnehmen und einmal Corona und einmal Estrella. Dann habe ich 2 Bier für 4 Euro jeweils statt 5 Euro und einen scharfen Burger mit Ahorn Whisky, Sirup, Soße, allem drum und dran. Weil 2 Burger braucht es jetzt nicht. Also nehmen wir 1. Perfekt. So, weil ich jetzt ein bisschen gewartet habe, habe ich gedacht, ich bestelle mir nochmal so ein Kellerbier, ne? So ein 1880 Kellerbier. Bin ich extra vorgegangen. Habe ich hier gekriegt. Diesmal in diesem Tonkrug, ne? 1880 Kellerbier. Und jetzt kam mein Essen in dieser Tüte. Täglich frisch. Guck mal, da sind die 2 Bier drin hier. Da ist das Estrella drin. Da ist das Corona drin und da ist noch so eine fette Packung drin. Verdammt, jetzt ist alles rausgefallen. Da ist noch so eine fette Packung drin mit Burger. Insgesamt jetzt 28, nee, wie viel? 28,50, 16 Euro Burger, 4 Euro Corona, 4 Euro Estrella und 4,50 Euro das Kellerbier. Das nehme ich jetzt mit. Ich trinke noch kurz aus und dann gehen wir nach Hause und dann testen wir das mal auf dem Balkon, also auf der Terrasse. Guckt euch das doch an. Ist das nicht chillig, einfach hier zu sitzen, diesen Sonnenuntergang zu genießen auf der Terrasse
einfach gemütlich hier. Das ist das Sonnendeck. So, jetzt bin ich in Zuhause angekommen. In Zuhause, ne? Da bin ich wirklich angekommen. Guck mal hier, wenn du so guckst. Da hast du den Anblick von gestern. Vom Loft runter in the Gera City. Jetzt hast du hier diesen perversen Beutel. Dann hast du hier dein Estrella für 4 Euro. Du hast sein Corona für 4 Euro. Da freut sich der Bo. Kann man das aufmachen? Wir probieren es mal kurz. Was ist denn das hier, oder was? So. Oh, das geht nicht. Warte mal, wir müssen mal einen Schritt halten. So, der Deckel ist auf. Das kommt wieder hoch. Das Estrella kommt rein. Das machen wir auch auf. Ungefähr so. So. Das Estrella ist auch auf. 4 Euro für die Biers. Jetzt gehst du hier rein, hast einen ganzen Satz Servietten und hast dann hier eine fette Packung Burger. Jetzt ist da ja, glaube ich, auch Pommes drin oder so. Wir machen das mal auf. Ach so, Curly Fries, genau. Hier habt ihr Curly Fries. Hier habt ihr Dip. Da stand gar nichts. Ach so, Mayonnaise. Hausgemachte Mayonnaise stand da dabei. Hier hinten ist noch ein Beutel mit Dip. Und hier ist ein Burger. Wenn wir den jetzt hier aufmachen wollen. Wir können den gar nicht aufmachen. Wir können ihn nur so ein bisschen zeigen. Guckt euch das an. Das ist Black Angus Beef mit einer Whisky-Soße. Mit Käse drauf, mit Salat, mit allem möglichen. Also sieht das fett aus. Schreibt es mir in die Kommentare. Das wollen wir jetzt essen und dann können wir euch sagen, wie es geschmeckt hat. Zack. So, ich melde mich mal kurz für zwischendurch. Ich schneide nämlich gerade das Video und dann ist mir aufgefallen, da fehlt ja was. Ja, ich habe noch gesagt, ich werde den Burger jetzt essen und ich werde ihn probieren. Wie das schmeckt, sage ich euch und dann plötzlich ist schon der nächste Tag. Problem war halt, ja, man hat wieder mal beim Griechen, man hat nichts gegessen, es gab Bier, dann beim Griechen, es gab Uso, viele wollten kein Uso, hat man die Uso von denen getrunken, da war man schon ein bisschen angeheitert, dann kriegst du da noch dein gratis Bier, während du endlich auf dein Essen wartest, also bei dem Restaurant warst, es hat so lange gedauert, dass ich noch ein zweites dann getrunken habe, dann sitzt du da mit dem Burger, beißt in den Burger, machst dir dann das Estrella auf, beißt in den Burger, machst dir das Corona auf und dann weiß ich nichts mehr. Nein, ich weiß, der Burger war auf jeden Fall mega lecker. Ich habe extra Sandra da nochmal geholt. Die sollte den nochmal probieren. Die hat da reingebissen. Die hat gesagt, wow, das Brötchen ist super soft und super genial. Das Fleisch, das konntest du mit den Lippen einfach so durchdrücken. Das war so toll. Das war so ein genialer Burger. Der hat so gut geschmeckt. Der war auch richtig schön scharf. Ich weiß nicht, ich habe gesagt, können Sie den scharf machen? Haben Sie gemacht. Den hätte man normal für Ramses Kitchen einzeln testen müssen, aber ich habe jetzt nichts, wo ich den gegessen habe. In Szene gesetzt ist auch nicht so gut. Ich war halt ein bisschen angeheitert. Eigentlich war ich düdenvoll durch den ganzen Tag, durch die Wärme, durch den Stress, durch alles. Ich bin dann irgendwo in die Dusche dann noch. Dann Sandra meinte, es hat einen Schlag getan. Da kam sie, hat gesehen, ich lag in der Dusche auf dem Boden, die Beine in die Höhe gestreckt. Das war cool. Und dann ist man irgendwann ins Bett und hat geschlafen und hat irgendwie im Halbschlaf die Pokebox aussortiert und aus Versehen alle den Krotzmann mit verschickt, weil man die blöden Haken vergessen hat rauszumachen bei Legendäre verschicken. Also, aber das ist halt, weiß ich nicht, das ist, du bist irgendwo, du willst was testen, du siehst das kennst du nicht, das nicht, das, dann lässt man sich immer ein bisschen gehen, denn dann bist du wieder zurück im Leben, dann ist wieder alles so, Und Sonntag war ja eh ein ruhiger Tag, da ist dann auch nicht viel passiert, da haben wir dann wirklich hauptsächlich geradet, auch 2 Stunden wieder gestreamt. Da wie es am Sonntag weiterging, das seht ihr ja sowieso jetzt. So, 2. Tag GoFest und es ist alles anders. Heute kannst du kein Bier trinken. Heute hast du keine Toilette. Heute ist alles zu. Ist ja Sonntag. Heute kannst du nicht bis zum Schluss machen. Heute hast du noch die Heimfahrt. Jetzt musst du dich schon vom Lofthaus verabschieden. Es ist Regenwahrscheinlichkeit 60%. Gehst hier raus, es tröpfelt schon, es nieselt schon. Überall hier. Es ist schon nass, es ist schon feucht. Ob das was wird? Und jetzt müssen wir auch noch einen Parkplatz suchen in der Stadt.
Das macht Spaß. So, jetzt ist mir aufgefallen, als ich tauschen wollte, dass meine ganzen Nekrozma weg sind von gestern, weil ich so schlau war abends, statt auszusortieren, einfach Alter 0 einzugeben und alles verschicken. Ist aber auch mal passiert. Ich hab so normal bleibt ja das Shiny und das legendäre Zeug bleibt ja alles da, aber wenn du natürlich die super Ingame-Funktion erweitertes Verschicken aktiviert hast, im Spiel selber drin, dann ist halt alles weg. Das ist richtig cool. Jetzt habe ich keine Nekrozma mehr. Das ist übrigens hier Frühstück, ne, guck, damit er bessere Laune kriegt. Und das ist hier Bier und das ist, müsste jetzt sogar ein Wieselburger sein und das ist das Einzige, was man sich heute reinpressen kann, bevor man dann wieder nach Hause fährt. Zurück ins Leben. So. Go! Ach so, dann nicht, go. So, jetzt ist es 12.03 Uhr, das heißt, wir sind eigentlich noch gerade im Stream. Wir haben jetzt 2 Stunden wieder gestreamt und geradet hier. Sind jetzt schon wieder hier auf dem Spielplatz. Da sitzen sie. Guckt euch die Beine an. Man sieht, die Frauen haben die Beine so drüben, die Männer haben die Beine auf dem Boden. Bodenständige Typen. Dann wollen wir irgendwie noch auch Mittag essen oder so. Der heute wird eh nicht viel passieren in diesem Vlog, in diesem Video überhaupt. Essen muss man noch zeigen. Und ansonsten nichts. Ja, Adi, beim Ankunft gibt es noch den kleinen Adolf Hess zu sehen. So, das Mittagessen ist angerichtet. Das ist das Senfschnitzel, das Thüringer. Wenn ihr Senf seht, dann schreibt es mal in die Kommentare. Wieso heißt das so? Guck mal, hier ist eigentlich ein bisschen was Gelbes. Da sollen Zwiebeln drin sein. Beim Rest gibt es hauptsächlich hier Burger. Sehe ich da. Viele Leute auch mit Süßkartoffelpommes, dachte ich gar nicht. Dachte, bin der einzigste Mensch auf der Welt, der ab und zu mal Süßkartoffelpommes isst, weil die so speziell sind. Das stimmt manchmal auch. So ein Ständer. So. Nee, ich wollte sagen, Tiso hat ihre eigene Dancing-Polstange dabei. Ja, die will jetzt hier noch ein Gruppenfoto machen oder so, weil Pupsi muss aufs Klo und will heim. Die drängelt immer zu, will mein ganzes Wochenende kaputt machen. Deswegen müssen wir jetzt ein Gruppenfoto machen. Dann war es das, oder wie, oder wo, oder was? Oh, ja. Guck mal, wie die leuchtet. Ja. Der gelbe Engel. So, wir sind noch nicht losgefahren, weil Pupsi sich schon wieder einen Bubble Tea holen wollte. Weil sie rein ist, hat 2 geholt, hat die Kassiererin gesagt, also die Frau, die da hier sitzt, hat gesagt, komm, bist schon wieder da, nimmst den dritten auch noch mit, oder was hier, und so. Jetzt hat sie einfach 3 Stück, also den hat sie gratis bekommen. Der ist so komplett lila mit Blaubeer-Bubbles. Und das andere ist was anderes. Das ist doch super. Ihr müsst einfach nur jeden Tag Prime-Flaschen kaufen und dann irgendwann werdet ihr gesponsert. Eine halbe Stunde wieder zurück ist auch 1 Stunde. 2 Stunden fahren wir von Gera, da sind es auch 3. Und wir sind 3:15 gefahren. So, nachdem Sandra jetzt irgendwann fertig war, wollte ich nur sagen, Tiso hat mir jetzt noch diesen Umschlag gegeben. Das ist mein Geburtstagsgeschenk. Hat sie jetzt mir vorher gegeben, aber ich werde es definitiv auch nicht vorher aufmachen. Denn ich wollte ja die Geburtstagsgeschenke eh sammeln. Und dann mal in einem Geburtstags-Unboxing machen. Dankeschön, Tiso, auf jeden Fall. Cool, dass ihr auch da wart, dass man dich mal wieder gesehen hat. Und den Tyler und den Markus. Mensch, Markus, war eine coole Zeit. Scheinungs natürlich, immer zack, Thomas, zack. Alles cool. Shinaya. Wie kann man die denn vergessen? Nee, das ist ja schon Inventar, ne, deswegen. Wir laufen jetzt zum Auto, fahren jetzt zurück, 240 Kilometer. Mir tun die Beine weh. Wenn wir angekommen sind, gucken wir mal, ob wir einen Adi noch begrüßen können, wie der reagiert, wenn er einen jetzt wieder sieht nach dem Wochenende. So, wir sind jetzt in Meining angekommen. Pupsi hat sich noch eine Pizza hier geholt zum Abendbrot. Jonas hat einen Lutscher bekommen vom Dönermann. Ja. Der ist so froh über seinen Lutscher. Guckt euch das an. Meiner. Hier läuft gerade die Premiere, die Sonntagspremiere mit der 1 Million Can or Not Challenge. Jetzt aber heim, jetzt zum Adi. Sonst nehmen sie dich noch mit. Schnell weg. So, wir machen mal die Tür auf. Was ist das? Adi Schatz, alles Gute. Hast heute gar nicht gemiekst? Grüßt einen heute im Flur, ist nicht überrannt. Baby! Adi! Hallo! Weil ich jetzt gerade angefangen habe, wohl zu füttern lässt. Ich habe mir jetzt die Plakette gegeben, deswegen. Ach so, jetzt habe ich eine bei der großen Fütterung aber gestört. Aber Essen habe ich nur noch weggegeben, weil ich gedacht habe, vielleicht wolltest du es machen. Aber es war die letzte Mal schon gleich bei mir. Ich dachte, das fange ich einfach an.
Das ist das Muttertier. Aber die hat sich um die Katze gekümmert. Ja. Um den Artischatz. So, Jonas ist nicht da, der Rest auch nicht. War's mit dem Vlog. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Wie war euer Go-Fest? Tschüss. Das ist dunkel. Dunkel. Oh.